In Schweinfurt geht es heute in einem Wirtschaftsgespräch um eine aktive Industriepolitik für Bayerns Regionen. Wie sollte eine solche aktive Industriepolitik Ihrer Meinung nach denn aussehen? Wir brauchen eine starke Industriepolitik für Bayern. Die Länder, zum Beispiel Amerika, Großbritannien, aber auch der Süden Europas, die ausschließlich auf Dienstleistungen in den letzten 10, 15 Jahren gesetzt haben, sind wirtschaftlich ins Hintertreffen geraten. Deshalb brauchen wir eine starke Industrie. Und dazu gehört ein breiter Instrumentenmix. Wir denken beispielsweise an eine starke Infrastruktur, Straße, Schiene, aber auch die Wasserstraße. Wir denken an eine gute Breitbandversorgung, die ist in Bayern definitiv noch defizitär. Allein 150.000 Haushalte in Bayern haben überhaupt keinen Internetanschluss. Und wir denken auch an eine gute Schulversorgung, Stichwort Ganztagsschule, Stichwort Schule auch im ländlichen Raum halten. Das sind Instrumentarien, die auch eine gute Industrie mit unterstützen kann. Die CSU will jetzt ebenfalls auf Studiengebühren verzichten. Geht da der SPD nicht ein schönes Wahlkampfthema verloren? Also wir sind ja reichlich überrascht darüber, dass nach 7 Jahren politisch-ideologischem Grabenkampf im Bayerischen Landtag die CSU in Lichtgeschwindigkeit sich von alten Positionen abwendet. Die SPD regiert in vielen Bereichen schon. Wenn ich sehe, was die CSU alles von uns übernommen hat, bei der Wehrpflicht hat sie die SPD-Position übernommen, bei der Atomkraft ist sie geschwenkt, bei der Praxisgebühr ist sie geschwenkt, jetzt beim Donauausbau und nun auch bei den Studiengebühren. Wir freuen uns, dass wir das Thema möglicherweise schon vor der nächsten Landtagswahl abräumen können. Wir freuen uns über den Kurswechsel, auch wenn er zu erheblichen Friktionen in der bayerischen Staatsregierung kommt. Aber am Ende ist es gut für die Studierenden und auch für die Hochschulen in Bayern, wenn wir die Studiengebühren abschaffen und das dann durch den bayerischen Staatshaushalt finanzieren. Streit ums Personal, das kennt man in der SPD. Jetzt greift ein junger Hoffnungsträger, der Regener Landrat Michael Adam, die Landesleitung an, spricht von Ja-Sagern und Speicheleckern im Münchner Oberammer. Droht denn der SPD ein Rückfall in alte Grabenkämpfe? Ja, die Niederbayern sind offensichtlich für eine klare Sprache bekannt. Es ist ja auch Erwin Huber, der in der CSU immer mal wieder gerne so richtig losledert. Und auch bei uns ist es so, dass wir mal im Wirtshausstreit nicht nur im Wirtshaus entsprechend behandeln, sondern offensichtlich auch über Facebook. Das ist ein tückisches Medium, das dazu einlädt, dass man auch mal etwas Unbedachtes vielleicht sagt, was nicht so unbedingt ein Zeichen von Besonnenheit ist. Jetzt wollen sich alle Beteiligten an einen Tisch setzen, vernünftig miteinander reden, da bin ich mir sicher, dass die Welle sehr schnell auch sich schon wieder erledigt hat.